Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Franbo. Ich habe gerade die letzte Folge, also die Folge von gestern, geschnitten und mir ist etwas aufgefallen, beziehungsweise ich denke, ich habe des Rätsels Lösung. Und zwar haben wir hier die Zahlen von 1 bis 5 und in der anderen Realität die Zahlen von 6 bis 9. Und ich denke, dass diese Zahlen, also die 1, ist natürlich die erste Zahl. Ihr wisst vermutlich genau, wie es geht. Ich male mir mal eben kurz auf, wo die Zahlen sind. Da unten haben wir die 3, das ist dann die 5, das ist die 4. Okay, einfach nur, damit ich weiß, welche Zahlen jetzt als erstes kommen. So, das ist dann die Nummer 1. Und da haben wir was? Das ist die 8 nach rechts. Jetzt darf ich mir alles nochmal aufmalen, was ich schon in der letzten Folge gemacht habe. Aber das ist nicht schlimm. So, hier ist die 2. Das heißt, wir brauchen mal eben ganz fix eine Karotte, die wir dem Häschen noch zum Fraß vorwerfen können. So, benutzen. So, dann haben wir hier die 2, was hier aber die 5 und nach rechts ist. Dann haben wir die 3, das ist die Zahl hier unten. Und das ist die 8 und nach links. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig, aber es ergibt eigentlich schon relativ viel Sinn in dieser Reihenfolge. So, da haben wir dann also die 4 und das ist die 6 und nach rechts. Und dann noch die letzte Zahl, das müsste ja eigentlich, glaube ich, nochmal die... Ah ne, die 8 haben wir schon, das ist jetzt die 9, ne? Ja, das ist die 9 und nach links. Okay. Alles hübsch aufgemalt und ab geht's nach oben. Dann wollen wir doch mal schauen, ob das jetzt so funktioniert. So, weg mit den Pillen. Und dann probieren wir unser Glück nochmal. Also 8 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann die 5 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Dann die 8 nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann die 6 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann die 9 nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tür öffnen. Es sieht schon mal gut aus. Oh, geht sogar von alleine. Ja, ja. War natürlich nicht wirklich schwer. Oh. Oh, hier sind wir wieder. Okay, warum ist es hier so dunkel? Warum ist es hier immer noch dunkel? Überraschung, Fran. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Eine Geburtstagsparty? Wow, ich dachte, du wolltest Mr. Midnight töten. Du hast gelogen. Ja, wir haben dich angelogen, um deine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken. Tut mir leid, dass ich dich reinlegen musste, meine Freundin. Wir wollten dich überraschen, meine liebe Fran. Komm und iss Kuchen. Okay, danke, Kätzchen. Du hast mich wirklich überrascht. Danke, Edward. Dieser Kuchen ist aus all dem gemacht, was du magst. Mr. Midnight sagte mir was. Und wir haben etwas ganz Besonderes für dich, von allen auf dem Schiff. Das heißt alle, ob geboren oder hergestellt. Hier, bitte sehr. Ich hoffe, du findest es lehrreich. Wow, das Geschenkpapier ist toll. Kann ich es bitte aufmachen? Ja, mach schon. Öffne es. Okay. Mr. Midnight. Wow, eine Katzenpuppe. Ah, vielen, vielen Dank. Ich liebe sie. Sie ist wunderschön. Sie könnte deinen Augen eine neue Sichtweise geben, weißt du? Wie in der Ultrarealität. Ist das das, was passiert, wenn ich die roten Pillen nehme? Sehe ich dann die Ultrarealität? Das kommt darauf an. Möchtest du Erklärungen? Oh ja, bitte. Ich möchte sehr gerne Erklärungen. Ja, bitte. Schau mal, was du siehst, ist eine Mischung verschiedener Realitäten. Und die Ultrarealität ist wie ein unsichtbarer Raum, in dem alles gleichzeitig existiert. Zum Beispiel haben wir genau in diesem Raum Zeitkoordinate, in dieser... eine Geburtstagsparty. Aber in der Ultrarealität passieren die ganze Zeit andere Dinge. Langsamer, schneller oder einfach unsichtbar für das menschliche Auge. Nur durch die Zeit können Menschen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft definieren. Dinge definieren schottet die Realität ab. Es gibt den Menschen eine Chance, ihre Umwelt zu verstehen. Du hast eine andere Wahrnehmung der Umgebung. Sie ist nicht an Definitionen gebunden.
Verstehst du, was ich sage? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ich fühle mich schwindelig. Ah, haha. Das könnte am Auf und Ab des Schiffes liegen. Puste die Kerzen jetzt aus, Liebes. Wir sind fast da. Du meinst, wir sind gleich zu Hause? Hast du das gehört, Kätzchen? Ja, wir sind gleich da. Wirklich? Wow, wie aufregend. Okay, los geht's. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, was passiert? Mr. Midnight, geht's dir gut? Mir geht es gut, aber ich hoffe, das Schiff geht nicht kaputt. Es klingt gefährlich. Fran, du musst mir helfen. Ich muss die Maschine wieder steuern. Der Autopilot wurde von den Kamalas zerstört. Einer lebt noch. Du musst ihn loswerden. Finde ihn. Schnell. Wie mache ich das? Wasser, das säubert. Beeil dich. Vergiss nicht, er versteckt sich vielleicht. Oh mein Gott, Kätzchen, ich habe Angst. Ich auch, meine Fran. Wir müssen den Kamala finden. Ich hoffe wirklich, dass das Wasser ihn zerstört. Gehen wir. Eieiei. Okay, können wir uns wenigstens noch die wunderschöne Torte anschauen? Edward und mein Kätzchen sind die Besten. Muffins, Farben und Orangensaft. Bären und ein Hase. Edward hat tolle Freunde. Ich freue mich so über die Überraschungsparty. Okay, gut, ich glaube, es ist gerade nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt, mir das hier alles anzuschauen. So, Wasser bekommen wir von hier oben, oder? Kann ich... Ach nee, wir haben ja schon Wasser. Stimmt, wir haben ja schon Wasser. Ich nehme jetzt hier nochmal eine Pille. Okay, so, dann werden wir mal schauen, ob wir den Kamala, die Kamala, nee, ich glaube den Kamala... finden. Hier ist nach wie vor nur der Hase. Okay, und hier ist jetzt vermutlich auch immer noch die Tür zu, oder? Kommen wir jetzt hier raus? Nee, es sieht nicht so aus. Abgeschlossen. Okay. Ja, dann müssen wir vielleicht genau andersrum und erstmal wieder in den Maschinenraum. Nein, ins Cockpit, sage ich jetzt einfach mal. Da, wo der Edward gerne sitzt, denn Wasser hätten wir ja rein theoretisch. Hier ist er. Okay, hat sich hier irgendwas getan? Nein, er ist immer noch der Clown. Okay, wenn wir jetzt da durchgehen. Ach, sieh an. Hier bist du, du böses Ding. Du machst unser Schiff kaputt. Edward sagte, du bist schmutzig und ich muss dich sauber machen. Aber woher kriege ich Wasser? Ja, meine liebe Friend, wir haben zum Glück schon Wasser. Lauf nicht weg. Wo gehst du hin? Okay. Er ist verschwunden. Mr. Midnight leckt sich wieder die Pfötchen. So, wohin ist er verschwunden? Ist er hier? Nein, hier ist er nicht. Ist er hier und sitzt am Tisch unserer Geburtstagsparty? Ach, hallo. Kann ich mit den beiden nochmal sprechen? Seid ihr hier, um Edward zu töten? Hallo, warum sprecht ihr nicht mit mir? Tut mir leid, was ich getan habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Gut, das hatten wir aber in der letzten Folge oder beziehungsweise das letzte Mal schon, als wir die beiden hier gesehen haben. Ach, okay. Jetzt kommt die Teekanne hier zum Einsatz. Okay, Moment. Wie ging das nochmal? Nein, Quatsch. Ich muss doch hier erstmal drehen. Trifft das? So könnte es treffen, oder? Nein, so trifft es nicht. Dann hatten wir es doch gerade in der richtigen Richtung, oder? Ja. Jetzt geht er hier hin. Okay. Trifft ihn aber nicht wirklich. Okay. Noch weiter nach links. Ah. Das hat immer noch nicht ausgereicht. Huch, Quatsch. Das hat immer noch nicht ausgereicht, wirklich. Ich glaube, ich bin den Kamala losgeworden. Ich bin die Beste. Ich sollte zurück zu Edward. Okay. Edward, wir haben es geschafft. Der Kamala ist weg. Er ist weg, ja, aber es ist zu spät. Ich kann dich nicht nach Hause bringen.
Wir stürzen ab. Nein, bitte, sag so etwas nicht. Das ist nicht fair. Nicht fair. Ich werde immer auf dich aufpassen, Liebes. Und das Schiff stürzte ab, bis es zerstört war. Alles war zerstört. Ende. Aber das ist ein sehr trauriges Ende, Edward. Erzähl mir bitte noch eine Geschichte. Na gut, das ist die Geschichte von Franbow und mir. Als sie mir versprach, niemals mich oder die Magie in allem zu vergessen. Hey, versprochen, Edward, ich werde dich nie vergessen. Gut, jetzt ist es Zeit zu schlafen. Erwarte mich in deinen Träumen, meine Freundin. Kapitel 4, Teil 2, das Rezept des Doktors. Edward? Autsch, Kätzchen, wir leben noch, wir haben den Unfall überlebt. Oh Gott, ja, wir leben. Aber Edward ist weg. Aber er hat uns nach Hause gebracht. Wir sind vor der Stadt, Fran. Ich kann es riechen. Bist du dir sicher, Kätzchen? Sind wir schon zu Hause? Ich dachte, du würdest dich mehr freuen. Was ist los? Es ist nur, ich frage mich, wo Edward ist. Ich wünschte, er hätte sich verabschiedet. Vielleicht kannst du ihn mit Hilfe der Medizin wiedersehen. Ja, Kätzchen, aber ich habe schon alle Pillen genommen, siehst du? Die Flasche ist leer. Na ja, gehen wir nach Hause. Vielleicht kommt mich Edward eines Tages besuchen. Okay, so eben eine kurze Zusammenfassung. Wir wissen jetzt also, dass Edward aus ihrem Kopf, sage ich mal, entstanden ist. Also so würde ich das... Ne? Also daran würde ich das festmachen, als gerade die Szene mit dem Buch war, dass die beiden ja nicht erst hier aufeinander getroffen sind. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, sondern dass sie ihn ja anscheinend schon länger kennt, in Anführungsstrichen. Und ja, ich hoffe, wir sehen ihn nochmal wieder, denn anscheinend ist er ja wirklich ein Freund und will uns nichts Böses. Ein rotes Fahrrad, ist es Edwards oder meins? Egal, es ist kaputt, also kann ich nicht damit fahren. Ich bräuchte Edward, damit er es repariert, aber er ist weg. Okay, ist hier sonst noch irgendwas? Was haben wir hier? Ach so, da geht's direkt weiter. Oh, sag bloß, wir kommen wirklich nach Hause. Oh mein Gott, das ist unsere Straße, Kätzchen, Hay Street. Ja, das ist sie. Na, das glaube ich noch nicht wirklich, also dass sie wirklich nach Hause kommt, denn ich gehe davon aus, dass sie nach wie vor in der Anstalt ist. Darauf steht Hay Street, dann ist mein Haus in dieser Richtung. Okay. Oh, echt voll schön mit der Musik im Hintergrund. Hier sind wir, sieht viel grauer aus als in meiner Erinnerung. Ich hoffe, Tante Grace freut sich, mich zu sehen. Oh, tut mir leid. Kleine Insekten, nicht weglaufen. Ach Gottchen, der Regenwurm bleibt da. Okay. Oh, tut mir leid, kleine Insekten. Ach, wie süß. Oh, was ist das denn? Ah, kein Schlüssel. Was ist das? Ein Zettel? Darauf steht, ich habe den Schlüssel, gezeichnet Fran. Fran, das bin ich. Oh
Okay, sie hat den Schlüssel. Moment mal, ich möchte erstmal hier Mr. Midnight untersuchen. Können wir den öffnen? Wow, es öffnet sich. Ist das ein Schlüsselloch? Ich frage mich, was passiert, wenn ich den Schlüssel finde. Edward hat mir nicht erklärt, wie das funktioniert. Ich muss es rausfinden. Okay. Die Blumen sind ziemlich tot, die Armen. Ich hoffe, es regnet. Vielleicht kann ich bald Blumen einpflanzen. Ich erinnere mich, wie mein Kätzchen am Pflanzenhalter festhing. Okay. Tante Grace, hallo? Vielleicht ist sie nicht zu Hause, Schatz. Hast du den Schlüssel? Nein, ich habe ihn nicht. Aber ich weiß, irgendwo ist ein Schlüssel versteckt. Ich muss mich nur erinnern, wo. Finden wir ihn. Okay, irgendwo ist ein Schlüssel versteckt? Na, hier ja wohl nicht. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Oh, das ist das Fenster in meinem Zimmer. Die Vorhänge wehen wie eine Flagge. Dann ist mein Haus wie ein Schloss, wie Iterstas Schloss. Okay. Wir haben die Schatulle noch. Untersuchen. Okay, damit können wir auch noch nichts machen. Haben wir denn irgendetwas? Kombinieren? Nein, das klappt nicht. Das ergibt auch keinen Sinn. Ein Schlüssel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo ein Schlüssel liegt in der Mülltonne. Hier kommen wir nicht nochmal zurück. Finden wir den Schlüssel für diese Tür? Ja. Ja, das würde ich gerne. Ich schaue jetzt nochmal hier. Okay, da ist nur der Wurm. Da ist auch nur der Wurm. Ich habe den Schlüssel. Zeichnet Fran. Moment mal. Aber das wird ja nicht funktionieren. Benutzen. Ah, es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Okay. Komm mal her, Kätzchen. Du musst hier hoch und durch das Fenster klettern. Ich konnte den Schlüssel nicht finden. Scheinbar habe ich ihn schon genommen. Du hast den Schlüssel schon, aber hast ihn nicht? Das klingt seltsam. Ganz komisch, ich habe eine Notiz gefunden und weiß nicht, dass ich sie geschrieben habe. Aber um jetzt hineinzukommen, musst du hochklettern und mir die Tür öffnen. Ah, na gut, wünsch mir Glück. Du schaffst das, Kätzchen, sei vorsichtig. Ach, wie süß. Okay, Mr. Midnight, öffne mir die Tür. Mr. Midnight, hörst du mich? Kätzchen, öffne die Tür. Fran, ich kann es nicht glauben. Du lebst. Wo warst du? Ach, sieh an, Dr. Dern. Nicht zurückbringen, lassen Sie mich. Dr. Dern, mir geht es gut. Bitte bringen Sie mich nicht zurück in die Anstalt. Ich habe dich so lange gesucht. Wie konntest du entkommen? Ich entkam durch die gelbe Tür. Aber warum bist du draußen? Ich habe den Schlüssel nicht, aber Mr. Midnight ist drinnen. Er ist hochgeklettert und durch das Fenster im zweiten Stock geschlüpft. Mr. Midnight, ist das nicht deine vermisste Katze? Ja, aber wir haben uns am Ende gefunden. Darf ich fragen, warum Sie hier sind? Ich kam her, um Grace zu treffen. Ich muss ihr etwas Wichtiges sagen. Ich glaube, sie ist nicht zu Hause. Nun, vielleicht ist es besser so. Du wirst mit mir kommen müssen. Nein, ich verlasse mein Kätzchen nicht noch einmal. Warten wir, bis er die Tür öffnet. Fran, ich glaube nicht, dass deine Katze drinnen ist. Das ist unmöglich. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Er ist drinnen. Er macht gleich die Tür auf. Hör auf, Fran. Sieh es ein. Deine Katze ist tot. Du musst jetzt mit mir kommen. Aber nein. Nein. Können wir irgendwas machen? Tut mir leid, Fran. Ich will dir nicht wehtun oder Angst einjagen.
Ich mache mir nur Sorgen um Mr. Midnight. Ich habe ihn wegen Ihnen verlassen. Lebt er wirklich noch? Natürlich lebt er. Warum sollte ich lügen? Das fühlt sich alles so falsch an. Weißt du, Fran, ich wurde der Anstalt verwiesen, weil ich zu viel wusste. Ich habe Dinge herausgefunden, die ich noch nicht verstehe. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Schau dir diese Dokumente an. Oh. Oh. Geht das Ganze jetzt hier schon aufs Ende zu? Familienmord in der Hay Street. Die Körper perfekt zerschnitten wurden. Martin und Lucia Beau Degenhardt wurden am Anfang der Woche brutal ermordet in ihrer Wohnung in der Hay Street gefunden. Der Polizist Marco Hulmer sagte, es macht den Eindruck, als ob die Körper perfekt zerschnitten wurden. Der Schnitt zeigt keinerlei Zeichen von Gegenwehr der Opfer. Die Polizei befragte Grace Degenhardt, Lucias Zwillingsschwester. Oh, das ist interessant. Aber die Polizei bekam keine nützlichen Informationen. Das Nesthäkchen der Familie Fran Beau wurde einen Tag nach dem Mord an ihren Eltern im Wald gefunden. Sie erfror. Okay. Liebe Gladys, erzähl der Zeitung von Fran Beau. Sie wurde im Wald gefunden, erfroren. Sie lief von zu Hause weg, als sie herausfand, dass ihre Eltern ermordet wurden. Geliebte Fran Beau, 17.12.34 bis 22.07.44. Fran hat nun keine Schmerzen mehr. Wir hoffen, du triffst deine Familie im Himmel wieder. Was? Ah, wer hat ihr gesagt, sie soll lügen? Ich bin nicht tot. Die Gladys ist die Krankenschwester, ne? Die etwas ältere, die wir ganz zu Anfang gesehen haben. Ich bin nicht tot und auch nicht von den Schmerzen befreit. Oh, Mami und Papi, es tut mir so leid, was euch geschehen ist. Ich werde das Monster finden. Ich weiß, dass es euch das angetan hat. Warum sollten sie so etwas über mich sagen? Die Welt ist voller Lügen. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal nach wie vor davon aus, dass Fran ihre Eltern umgebracht hat. Ich denke, sie war irgendwie wieder auf Medikamenten, auf Diotin. Wir wissen ja, dass sie da eine größere Menge bekommen hat, also eigentlich viel zu viel. Und ja, dass sie die Eltern umgebracht hat und dass dann, das mit der Zwillingsschwester finde ich super interessant, dass es auch Zwillinge waren, genauso wie Mia und Clara. Und ja, dass Fran dann einfach zurück in die Anstalt gesteckt wurde, wahrscheinlich dann sogar von Tante Grace, oder? Weil sie ist die Einzige, die dann noch da ist. Ich gehe nicht davon aus, dass die Ärzte sie einfach so holen können, wisst ihr, wie ich meine? Deshalb gehe ich fast davon aus, dass die Tante das dann zugelassen hat. Und dass halt allen erzählt wurde, der Öffentlichkeit erzählt wurde, dass auch Fran tot ist. Krass. Aber ich bin nicht tot, das sind alles Lügen. Das sehe ich. Ich habe auch herausgefunden, dass deine Medikamente vertauscht wurden. Dir wurde eine neue Variante Duotin gegeben. Als ich mir das im Labor angeguckt habe, waren die Ektoplomatin-Werte zu hoch. Das kann nicht gut sein. Ektoplomatin erschafft eine Tür zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Problem ist, wenn das Ektoplomatin zu hoch ist, ist die Tür zu breit. Und das führt zu großer Verwirrung in deinem Gehirn. Eine große Gehirnverwirrung? Ich bin etwas verwirrt, ja. Aber das liegt an all den neuen Dingen, die ich sehe und fühle. Was meinst du damit, Fran? Ich sehe die Ultrarealität und ich reise in andere Welten. Ultrarealität? Das müssen Folgen von Duotin sein, sonst nichts. Das stimmt nicht. Wenn ich noch mehr Medizin hätte, könnte ich es ihnen zeigen. Du brauchst die Medikamente nicht mehr. Außerdem ist das alles nur in deinem Kopf, Fran. Alles in meinem Kopf, sagen sie? Dann könnte ich es vielleicht kontrollieren. Ich meine damit, dass du dir die Dinge einbildest. Das ist alles. Ich habe versucht, meiner Mutter die Wahrheit zu sagen, aber Vater würde ihr wehtun. Ich will meinen Vater nicht wieder mit dem Messer spielen lassen. Meine Arme tun weh. Oh, hat Ihr Vater Ihnen mit diesem Messer wehgetan, Doktor? Was? Wer hat dir das gesagt? Sie oder etwa nicht? Ich habe gar nichts darüber gesagt. Oh mein Gott, dann stimmt es also. Oh, bitte, konzentrieren wir uns.
aber sie hören mir nicht zu. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Die Schwestern, Oswald, wer weiß. Ich weiß es. Es ist das große schwarze Monster, Remor. Er nahm mir meine Eltern und jetzt jagt er mich. Er will mich tot sehen. Ich wünschte, ich wäre in Niterstha geblieben, mit Palontras und dem großen Zauberer. Wovon sprichst du da? Bitte, Fran, ich meine es ernst. Ich habe mich nie von Itward oder Palontras verabschiedet und mein Kätzchen ist alleine. Palontras, Itward, bitte, Fran. Palontras ist der Arzt von Niterstha. Er kann fliegen, sehr flauschig. Und Itward ist mein treuer Freund. Er hat mich mit seiner Maschine nach Hause gebracht. Scheinbar hast du in einem Märchen gelebt. Es war nicht immer alles gut. Die Zwillinge sind fort, wegen mir. Ich habe gesehen, wie ich Mr. Midnight getötet habe und Mama und Papa sah ich auch. Die Zwillinge? Welche Zwillinge? Die Mädchen, die aneinander genäht waren. Aneinander genäht? Das erinnert mich an den Fall von Clara und Mia. Zwei Mädchen in der Anstalt. Sie sagten, sie sehen eine Kreatur namens Edward oder so. Edward? Ich glaube, das verstehen Sie falsch. Edward ist richtig. Was geschah mit den Mädchen? Dr. Oswald experimentierte an ihnen. Er nähte sie zusammen. Hauptsächlich, um die Reaktion der DNA zu sehen, aber nichts geschah. Ein paar Monate später starben sie und ihre Körper wurden in einen Brunnen geworfen. Das ist ja schrecklich. Sie können mich nicht zurück in die Anstalt bringen. Keine Sorge, das mache ich nicht. Ich habe dich mitgenommen, damit du mir hilfst. Vielleicht finden wir etwas, das uns zu dem Verantwortlichen dieser Schande bringt. Danke, Doktor. Vielleicht hatte Palontras doch recht. Sie sind kein böser Doktor. Sie sind nur ein alter Mann, der den Regeln folgt. Den Regeln folgen? Tja, heute Nacht nicht. Hier wären wir. Aber das ist der Friedhof. Was tun wir hier? Das wirst du schon noch sehen. Komm schon, mir nach. Oh, Leute, war das jetzt großartig. Also das war eine richtig tolle Szene, fand ich. Und haben wir die Dokumente? Nee, schade. Ich dachte, wir haben vielleicht noch die Dokumente hier aus dem Auto. Können wir hier denn... Ah, sieh mal eine an, ein Brecheisen. Ich hoffe, dem Doktor macht es nichts aus. So, da sind die Dokumente nochmal. Wir wissen jetzt, dass der Dr. Oswald, der Gründer der Klinik oder Namensgeber auf jeden Fall, ich denke dann auch logischerweise Gründer, der hat an Zwillingen experimentiert, an Mia und Clara. Und eventuell, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, es muss nicht stimmen, aber eventuell hat er auch an Frans Mutter und an Grace herum experimentiert. Ich könnte es mir vorstellen, weil die beiden Zwillinge waren, sonst wäre die Info, dass sie Zwillinge waren, eigentlich sinnlos. Dann könnten es doch einfach nur Schwestern gewesen sein. Und ich denke mir, der hat an denen herum experimentiert. Das muss ja dann natürlich vor der Zeit mit Clara und Mia gewesen sein. Und was auch immer er herausfinden wollte, was auch immer er machen wollte, ist halt bei den beiden aus irgendeinem Grund nicht geglückt. Und er hat vielleicht immer weiter experimentiert an anderen Zwillingspärchen, bis dann irgendwann Clara und Mia kamen, die er ja dann zusammengenäht hat. Und versucht hat, aus den beiden eins zu machen. So denke ich mir das gerade. Also es ist noch ein bisschen verwirrend, aber durch die Szene ist jetzt doch ein bisschen mehr Licht in die Sache gekommen. Und der Dr. Dern ist anscheinend auf unserer Seite, was mich sehr freut. Und ich denke, jetzt auf dem Friedhof werden wir bestimmt das Grab der Eltern finden. Und ja, was mich noch so ein bisschen irritiert oder wo ich noch keinen Zusammenhang sehe, ist das hier. Es macht den Eindruck, als ob die Körper perfekt zerschnitten wurden. Der Schnitt zeigt keinerlei Zeichen von Gegenwehr. Gut, das ist vielleicht nicht so interessant, wenn die Eltern geschlafen haben. Aber warum sind die so perfekt zerschnitten? Wir haben es ja auch gesehen in der letzten Folge auf dem Luftschiff da, auf der Maschine, dass die Eltern wirklich so in
richtige Scheiben geschnitten wurden. Aber wie ist das möglich, wenn Fran das wirklich war? Oder war es die Grace? Ich weiß es nicht. Aber okay, Leute. Ich würde erstmal sagen, das war's für diese Folge. Können wir hier noch was machen? Das Getriebe. Ich frage mich, ob es darin Geheimnisse gibt. Okay, ich würde erstmal sagen, das war's für diese Folge. Sehr cool. Auch wenn ich ein bisschen traurig bin, dass es jetzt wohl aufs Ende zugeht. Aber wir werden sehen, wie viele Folgen noch kommen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.